Wie wir gesehen haben, kann Bowser das ist noch nicht so ganz. Also er sollte auf jeden Fall mal den Wurf mit seiner eigenen Mütze ein bisschen trainieren. Wir allerdings können in wenigen Minuten schon Gegner kapern. In Super Mario Odyssey, Leute. Ja, ich weiß, das Ganze ist sehr spontan. Ich habe nichts bei Twitter sonst was gesagt, dass ich dieses Projekt starten möchte. Ich habe mir das wirklich so vor gut 5 Minuten überlegt, einfach mal wieder ein bisschen Mario Odyssey zu spielen. Und dann dachte ich mir so, hey, wer bist du eigentlich? Bist du einer von denen? Das bin ich nicht. Nein. Ich bin Mario. Hallo. Deshalb, Leute, wird es jetzt in der nächsten Zeit öfters mal ein bisschen Mario Odyssey geben. Allerdings auch nur die Story. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir. Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Bowser Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und diesem Ungeheuer hinterher. Aber da war alles kaputt gemacht irgendwie, ne? Mies. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutums komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir. Wie heißt die Nummer? Die Krone eben und Peach aus der Klemme helfen können. Nicht so dein Stil? Wie wär's hiermit? Und da haben wir Cappy in seiner ganz normalen Standardform. Die ich auch am meisten feier, ganz ehrlich. Vor allem finde ich auch geil diese. Weiß gar nicht, woher er die hat, aber der liebe Domtendo hat ja auch eine Cappy. Ja, ich weiß, dass wir dich mit Y werfen können, Cappy. Ja, wie gesagt, das hier wird einfach ein Let's Play, in dem wir die Story so schnell wie möglich mal durchspielen, um halt auch einigen vielleicht ein kurzes Let's Play bieten zu können und einfach die Story ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Die ist relativ kurz und deshalb ist es halt auch ein einfaches Let's Play. Finde ich. Klar, man muss ab und zu mal ein paar Monde mehr fangen. Fangen, lol. Ich habe gerade Pokémon aufgenommen. Nur so zur Info. Und. Ja. Es dauert aber auch nicht so lang, ne? Wir kommen hier schon relativ schnell durch, denke ich. Willkommen in Zylindrien, dem ganzen Stolz des Hutlandes. Soll ich dir was über die Anleitung erzählen? Weiß ich alles schon. Eigentlich. Ich muss mir das Spiel auch selbst noch mal ein bisschen beibringen. Ich wollte ja auch eigentlich das Ganze schon mal mit Zelda Breath of the Wild machen. Also so ein kurzes Let's Play zur Story. Das können wir hier noch nicht machen, genau. Das werden wir auch vermutlich nie machen. Außer natürlich, ihr wünscht euch vielleicht mal für Streams dann das Projekt weiterzumachen. Ich selbst hätte schon Lust eigentlich, aber da brauche ich natürlich erstmal euren Willen, sag ich mal. Also Leute, gebt ein Like, schreibt es in die Comments immer mal wieder in allen Parts einfach rein, dass ihr wollt, dass ich weitermache beispielsweise. Lange wird das, wie gesagt, hier nicht gehen. Die Handlanger des Bowser-Ungeheuers kann nicht nur von hier aus sehen, aber ich kann nur tatenlos umherschweben und zusehen. Das werden wir schon übernehmen, keine Sorge. Wir werden was gegen den fetten Sohn machen, den ich übrigens eigentlich mainen. Smash Bros. Auch sehr empfehlenswert, das Let's Play. Einfach komplett Augenwerbung hier gerade am Start bei mir. Lül. Ich höre jetzt auf, okay? Wir spielen jetzt einfach. Das war jetzt eigentlich relativ random so. Wieso mache ich eigentlich inzwischen immer mehr so komplett random wirklich? Habe ich schon wieder benutzt das Wort. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß. Ich habe vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, wann das Video hier online kommen wird. Einfach mal eben hier so
2 Pokémon-Parts um 20 Uhr gedroppt, gestreamt vor allem. Kam für viele genauso wie für mich so ein bisschen überraschend. Ja, für mich nicht überraschend, aber unvorbereitet. Ich war wirklich um 20 Uhr erst zu Hause, also habe wirklich so 2 Minuten später schon gestreamt. Aber Leute, wenn ihr Bock auf so spontanes Zeug habt, dann lasst ein Like da, wie gesagt. Muss die Steuerung erstmal wieder in den Griff kommen. Alles klar. Achso, okay. Hier können wir noch nichts machen, ne? Ich glaube, hier war nämlich ein Mond. Okay, hier kriegen wir nur Münzen zu Anfang. Machen wir jetzt storytechnisch ein bisschen schneller hier mal. So. Wenn uns trotzdem hier aber alle Münzen so holen, die auf dem Weg liegen, eigentlich so. Und das ist halt hier auf dem Weg, meiner Meinung nach, ja. Das hat jetzt nichts gebracht, wow. Wir versuchen auch so pro Part mindestens die Hälfte eines Landes, die es storytechnisch zu spielen gilt, also was wir wirklich machen müssen, durchzukriegen. Wie gesagt, es soll schnell gehen. Hab mir es gerade wirklich total spontan überlegt, deshalb denke ich mir auch so, da darf ich jetzt nicht so viel Zeit mit verschwenden. Mache ich dann immer jetzt so in der Zeit, wo gerade die Pokémon und Smash Bros. Parts vermutlich hochgeladen werden, wie jetzt gerade halt. Wenn ich halt gerade mal Zeit habe, dann nehme ich halt mal ein bisschen Mario Odyssey auf. Ich wollte das Spiel sowieso mal ein bisschen mehr spielen. Ich habe es zwar immer gemocht, aber irgendwie nie als Let's Play durchgenutzt. Ich habe es damals damit abgefilmt noch, ne? In meinem S8 damals, glaube ich. Okay, ich benutze das S8 immer noch, aber nicht mehr aktiv. Ich habe halt jetzt ein anderes. Aber ich benutze beide so ein bisschen, weil ein S8 ist ja immer noch sehr gut. Das andere habe ich auch nur gewonnen. Bei Nintendo, Leute. Ehrensohn. Kennen wir doch alle schon. Hätten wir auch überspringen können, fällt mir gerade auf, aber egal. Cutscenes mag ich. Vor allem, weil Nintendo die in den letzten Jahren einfach so fresh gemacht hat. Vor allem auch in den Mario Games. Auch Mario und Rabbids Kingdom Battle war echt, echt gut. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht auch nochmal machen irgendwann. Aber dann auch eher in Streams. Ich feiere das generell so übelst in Streams. Mal andere Spiele zu spielen als Fortnite. Weiß auch nicht. Könnte auch daran liegen einfach, dass ich generell nicht mehr so gerne Fortnite spiele und ja. Bin halt auch echt schlecht geworden. Hab gerade nämlich auch kurz versucht, mal wieder ein bisschen Fortnite zu spielen und auch aufzunehmen, aber hab halt so lange nicht gespielt, dass ich so mies geworden bin. Okay, noch schlechter als so. Ich weiß, jeder, der Fortnite-Videos von mir geguckt hat, wird sich denken so, Digga, wie schlecht kann man denn bitte noch werden? Ja, irgendwie habe ich es hingekriegt. Obwohl mir das immer sehr Spaß gemacht hat, vor allem das Schneiden. Generell macht mir das Schneiden an den Videos immer sehr, sehr, sehr viel Spaß, wenn es denn mal vorkommt oder nötig ist oder sonst was, wie auch immer ich das jetzt nennen soll. Beispielsweise halt auch das Best of von Nintendo Outlast. Einfach Legendary. Macht einfach übel Spaß. Es hat, da hat man immer sehr viel Zeitaufwand mit, aber ist mal, ohne Witz, es ist so spaßig, wenn man wirklich das gerne macht, was man macht, also überhaupt YouTube-Videos zu machen. Das ist einfach auch wirklich, kann man als Hobby sehen. Ne? Das macht, das ist was,
Finde ich inzwischen recht normales nicht. Das macht ja nicht jeder einfach so. Aber wenn man Spaß mit dem Ganzen hat, auch vor allem mit Technik so ein bisschen, ne? Wie ich jetzt zum Beispiel auch, ich befasse mich immer mehr damit. Der Chef Bowser hatte recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle würde sich in unsere Vorbereitung einmischen. Wir sollten uns mal vorstellen. Man nennt uns die Brudels, unseres echten Hochzeitsplaner des glücklichen Paares Bowser und Peach. Wir haben den Kronenschatz, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, schade. Irgendwas mit T, glaube ich. Den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch dieser Störenfried aus dem Weg räumen. Also ich sag mal so, wenn man wirklich Spaß an dem hat, was man macht und das nicht einfach nur wegen Geld etc. macht, Fame, und einfach Bock auf sowas hat, weil es einem Spaß macht, so sich vor die Kamera beispielsweise jetzt zu setzen, okay, das trifft jetzt hierbei nicht zu, weil ich ja nicht vor der Kamera spiele, ist auch, glaube ich, besser so für eure Augen. Ach ja. Ach, man musste gar keine Stampfattacke. Ja, man musste einfach nur so drauf springen. Wow. Ich kenne mich aus, Leute. Ich kenne mich aus. Ich bin der beste Mario Odyssey-Spieler auf diesem Planeten. Das Face einfach. Vielleicht auch nicht die beste Idee, so Strommasten ins Wasser zu stecken. Egal. Wir sind jetzt hier im Kaskadenland und können hier auch gleich unseren ersten Powermond holen. Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin noch ganz elektrisiert vom Kapern der Stromleitung, abgedrehtes Gefühl. Kommt das bei mir vor, so. Vor allem, wenn ich Lightning trage. Nö, ich habe jetzt halt echt gerade Lightning an, lol. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Auch wenn das Spiel jetzt schon mehr als ein Jahr alt ist, ich finde es einfach immer noch so, vor allem vom Design einfach so fresh, Alter. Kann man sich geben. Was mir auch relativ wichtig ist, was wir sammeln sollten, sind diese lila Coins. Das ist momentan auch so das einzige Ziel, das ich in meinem Privataccount immer hatte. Also wenn ich privat gespielt habe, habe ich eigentlich auch immer nur danach gesucht. Die können wir übrigens nicht kapern. Es gibt ein paar Gegner wirklich, da ist es leider nicht möglich. Also achtet darauf, nicht dass da ihr versucht. Hürde war Gott. Achso, haben wir schon. Okay. Ich bin einfach random gerade durch, so. Also passt darauf auf. Nicht, dass ihr da versucht, irgendeinen zu kapern und dann geht das nicht. Und ihr werdet dann ganz schön auseinandergenommen. Aber hier, im Kettenhund, ist es möglich, Leute. Stampazieren wir ihn mal ein bisschen über, ne? Oh nein, die Münzen sind weg. Schade. Egal. Und damit können wir jetzt halt die ganzen Blöcke, wie auch diesen hier, in dem machen wir jetzt auch nochmal eben gleich, zerstören. Vielleicht habt ihr es auch gerade schon gesehen. Ich denke, ich werde jetzt auch ein bisschen spoilern halt oder halt so schon wichtige Sachen schon vorwegnehmen. Halt nicht storytechnisch schon so, aber halt so Sachen, dass zum Beispiel die Blöcke, die da vorher waren, gerade schon, also direkt am Anfang vom Kaskadenland,
Ey, lol, wie wenig brauchen wir denn bitte? Dass die nur zerstörbar sind, indem man sich den T-Rex, der da oben pennt, kapert. Da oben sehen wir schon diese hässliche Fette von den Brutals. Nur wir haben einen Power-Mond gefunden. Mit diesen Monden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals etwas gesehen? Das Luftschiff haben wir zwar noch gar nicht gefunden, aber klar, such schon mal nach den Monden. Da ist es. Die Odyssee. Ziemlich sees auf jeden Fall hier. Es ist in einem schlechteren Zustand, als ich dachte, aber ist ja auch eigentlich egal. Ist alt und fliegt trotzdem vermutlich. Ne? Klappt schon. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Werf mich einfach mal gegen den Globus. Habe ich so ein bisschen Kopfschmerzen, vor allem weil ich die ganze Scheiße lernen muss, aber egal. Die Geschichte ist wichtig. Warte, das ist Erdkunde. Bin ich dumm? Wer jetzt hier neu ist auf dem Kanal, ich bin ein bisschen dumm eigentlich. Ich habe mich eigentlich sogar relativ gut diesen Part hier angestellt bisher. Was? Sie rührt sich nicht. Sie braucht noch wohl mehr. So, noch wohl mehr Energie. Hahaha, lol. Das meine ich damit. Genauso finde ich auch, genau wie Cappy, ja, mehr Monde würden helfen. So. Da war auch noch was, aber da. Kommen wir da einfach so hin? Ich glaube nicht, ne? Ich will jetzt auch nicht versuchen, meine nicht vorhandenen Skills zu nutzen. Mach jetzt einfach weiter. Alter. Diese Aussicht allein, ne? Okay, da hatten wir in Zelda Breath of the Wild krasseren Stuff zu sehen, aber das ist auch schon hier krass. No, no, no. Und da ist der Dicke. Den Dicken können wir wesentlich mehr zerstören übrigens. Ich glaube, die Blöcke da soll man auch eigentlich mit dem. Alter, das war mal wieder unnormal knapp. Ich glaube, einen großen Teil muss man hier auch eigentlich noch mit dem T-Rex machen. Weil ich versuche das. Ja, okay. So, zweiter Power Mond. Das hört sich so komisch an, Power Mond zu sagen, Alter. Okay, so weit kommen wir dann gar nicht. Aber ein Teil von dem Trampolin, was hier ist, ist sowieso frei und wir werden auch so hochgekommen. Und hier sieht man schon sehr viele Blöcke. Und die können wir auch ganz einfach eigentlich kaputt machen, indem wir uns den Dino capturen. Capture, das hört sich auch so komisch an. Aber es heißt wirklich so, irgendwie, ne? Auch auf Englisch. Ich glaube, das nennen die trotzdem Capture. Ist halt die direkte Übersetzung. Oder? Ich finde, die haben echt noch eine angemessene. Wortwahl für Mario Odyssey genutzt meistens. Auf Deutsch. Also hört sich nicht so richtig cringy an wie in manchen Spielen. Da haben wirklich solche 2-Euro-Übersetzer oder vermutlich Google-Übersetzer Hand angelegt, leider. Also man hat bei Nintendo schon komische Übersetzungsfehler gesehen, ja. Oder halt komische Bezeichnungen für irgendwas auf Deutsch, die zwar von der Übersetzung her richtig sind, aber einfach sich komisch anhören oder dumm oder sonst was. Ah, nein, 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 nein. Okay, wir brauchen den Dino eigentlich nochmal. Aber ich glaube, das war hier auch nicht so wichtig. Eigentlich ja. Oh, lol.
Ist hier irgendwas Besonderes? Ah! Ich glaube, dahinter wäre eigentlich was hinter diesem Felsen. Aber jetzt halt noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal die Standardmone finden. Hier sind wir jetzt wieder am Anfang, aber da sehe ich auch gerade noch ein paar lila Coins. Die nehmen wir natürlich mit. Jetzt sieht es bisher noch einfach aus. Wir haben schon 18 von 50. Aber ich sage euch, Leute, das wird noch echt schwer. Vor allem am Ende dann. Einige Powermonde sind echt noch... Powermonde. Doch, die sind auch öfters ein bisschen schwerer, aber diese lila Coins sind schon hartnäckiger teilweise. Alter, wie viele kommen hier noch? Verdammt. Gehen jetzt einfach mal durch. Da unten ist auch noch Katzen. Oh, Pixel, Katzen. Peach. Hat sich also doch noch ein bisschen mehr gelohnt. Da unten ist, glaube ich, ja, okay, da sind hinter diesen Steinklötzen. Meine ich dann noch solche Türen. Die waren im... Oh, bin ich dumm, Alter. Die waren im Hutland noch anders versteckt. Und zwar waren da dann die kaputten Flug... Ich sag mal Flugzeugteile. Also diese ganzen anderen Odyssees. Nenn ich mal. Ja. Bumm. Auch wenn wir jetzt... Boah, wie Mario da einfach noch in der Luft hängt. Auch wenn wir jetzt nicht ganz mit dem Land hier fertig sind. Wir haben das Küsten... Quatsch. Das Hutland, das... Ultra lange Hutland, muss man ja wirklich sagen. Abgeschlossen. Und werden dann jetzt auch gleich den Part beenden. Fürs Erste, ne? Aber jetzt, hier noch ein bisschen zocken. Dann kann ich den erfolgreichen Part, Leute. Den Part einigermaßen zufriedenstellend erfolgreich beenden, sag ich mal. So. Aber hier können wir uns auch nochmal einen Mond holen. Komm. Dafür den Part ein bisschen länger. Kann man nochmal machen. Hier ist aber nichts mehr, ne? Hätte ich Nintendo zugetraut. Ah, bei dem Fragezeichenblock, Alter. Ist doch safe noch was. Egal, ich würde sagen, Leute, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Part. Super Mario Odyssey. Es hat Spaß gemacht. Ich denke, es wird noch ein echt spannendes, aufregendes Let's Play. Hoffe, euch gefällt das Ganze. Und ja, bis dahin und ciao.